Stress, wer hat den schon? Männer doch sowieso nicht. Und Frauen immer. Nur mal Hand aufs Herz. Wie können wir den Stress überhaupt objektivieren? Und dafür steht uns die Herzratenvarianzanalyse zur Seite. Bei der Herzratenvarianzanalyse wird der Abstand von Herzschlag zu Herzschlag gemessen. Der ist ja, denken die meisten, besonders gut, wenn er wie ein Schweizer Uhrwerk total gleichmäßig daherkommt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, denn wenn eine solche Beständigkeit mit immer gleichen Schlägen kommt, hat der Körper, hat das vegetative Nervensystem einfach keine Dynamik mehr und kann sich auf die Einflüsse des Lebens gar nicht mehr richtig einstellen. Daher ist es wichtig, dass wir eine große Streubreite haben und dass wir in dieser Gausschen Verteilungskurve eben verschiedene Frequenzen haben, verschiedene Geschwindigkeiten haben innerhalb einer normalen Herzfrequenz, die durchaus in Ruhe zwischen 60 und 70 sogar liegen soll, wenn man denn wirklich entspannt ist. Würde man also einen Marathonläufer während seines Marathonlaufs messen, ist es ganz klar, dass der eine geringe Kompensationsbreite hat, weil er hat ein Ziel und er muss voraus. Wenn er aber anschließend wieder im Ziel angekommen ist und seine Cooldown-Phase hat, dann sollte er natürlich auch wieder in seine Dynamik hineinkommen. Bezogen auf uns hier in der Praxis haben wir natürlich meistens keine Marathonläufer. Aber wir haben Leute, die trotzdem unter einer inneren Anspannung stehen, damit sie sozusagen ihren Job gut machen. Egal, ob es jetzt im Bereich, ich leite ein kleines Familienunternehmen im Sinne der Ehefrau, Hausfrau, Mutter und berufstätigen Frau ist, oder ob wir die andere Person haben, den Mann ja meistens, der dann in anderen Jobs oder in seiner sportlichen Betätigung oder in seiner Selbstständigkeit oder in seinem Hobby oder wo auch immer sich einem hohen Leistungsdruck aussetzt. Wenn diese Personen in der Lage sind, zwischendurch abzuschalten, in eine vernünftige Regeneration zu kommen, dann ist alles gut. Wenn das aber nicht funktioniert, wenn wir nicht mal im Schlaf eine vernünftige Regeneration hinbekommen, weil wir keine Nachtabsenkung beim Blutdruck haben, dann haben wir irgendwann eine Erschöpfung, dann haben wir Kopfschmerzen, dann haben wir Muskelverspannung, dann haben wir eine erhöhte Insulinresistenz, dann werden wir übergewichtig, dann haben wir vielleicht einen Diabetes, dann entsteht Krebs, Bluthochdruck, was es nicht alles gibt. So, aus der Arbeitsmedizin heraus ist diese Herzratenvarianzanalyse ein sehr probates und gut erprobtes und mit mehreren 10.000 Veröffentlichungen in PubMed gelisteten Studien auch ein validiertes Verfahren. Und es dauert bei uns in der Praxis 2x570 Herzschläge, das zu messen, nämlich einmal in Ruhe als Basismessung. Das dauert also bei 60 Schlägen in der Minute etwas weniger als 10 Minuten, nämlich ungefähr 9. Und wenn Sie schneller unterwegs sind, dann geht es auch ein bisschen schneller. Und unter der angeleiteten Atemübung müssen Sie natürlich erstmal sich darauf einlassen, dass Sie nur noch 6 komplette Atem-Ein- und Ausatemzüge pro Minute haben, dass der Atem fließt und dass Sie dadurch, durch diesen veränderten Atemrhythmus, auch den Parasympathikus, den Entspannungsnerv trainieren und den Sympathikusnerv, den Anspannungsnerv zurückholen. Und in dieser Untersuchung haben wir auch eine sogenannte Kohärenzbande mit drin, die sagt uns also etwas darüber aus, ob die Dynamiken, die Sie in Ihrer Herzfrequenz haben, in Ihrer Herzrate haben, ob die denn auch mit wiederkehrenden Frequenzmustern des Reizleitungssystems des Herzens zu tun hat. Und wenn dieser Wert überraschend niedrig ist, dann kann es durchaus sein, dass Sie ein optimales Belastungs-EKG hinlegen, dass Sie aber trotzdem extrem gefährdet sind. Und da die meisten Menschen mit einem Pokerface durchs Leben gehen, ich habe keinen Stress, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Ich sitze hier völlig entspannt. Gibt es eben häufig doch eine ganz schöne Überraschung, wo der Patient dann hinterher sagt, ich habe mich gar nicht angespannt gefühlt und so einen Wert, wo kommt das her? Aber auf der anderen Seite auch, boah, ein bisschen angeleitet Luft holen und es geht schon so viel besser. Leider ist es nicht bei allen Menschen so. Manche sind so
perfektionistisch, dass selbst das angeleitete Luftholen erstmal Stress macht. Wenn aber dieser Neuheitseffekt vorbei ist, dann kommen auch diese Menschen dahin, dass sie durch die angeleiteten Atemübungen ein wertvolles Instrument in der Hand haben, um sich aus einer angespannten Stresssituation herauszuholen und auch etwas für ihr Vegetativum zu tun. Zugegeben, diese Atemübung ist auch wieder nur eine physikalische Trainingsmaßnahme für das Vegetativum. Den Stress, den wir uns machen, hat etwas damit zu tun, was für eine Persönlichkeit wir sind, wie wir in unserer Familie geprägt wurden, was wir für begrenzende Glaubenssätze vertreten, was wir für epigenetische Phänomene in unseren Zellen haben. Das geht zurück bis in die vorgeburtliche Zeit und das ist natürlich ein weiteres psychotherapeutisches Therapiethema, das man dann im Zweifel separat angehen könnte. Aber der erste Schritt ist zu schauen, sind sie ausgeglichen oder sind sie nicht? Herzratenvarianzanalyse, das Instrument, das vegetative Nervensystem zu messen.